Was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Fukipi. Spaß, ja, das ist Fukipis Kanal, ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Der hat wieder 20-0 geholt, ihr seht seine Highlights. Er streamt daily auf Twitch. Ich auch, ihr könnt mich auch gerne streamen, wenn ihr wollt. Viel Spaß beim Video, lasst ein Like, lasst ein Kommentar, lasst ein Abo. 20-0 in 2 Stunden. Und jetzt heißt es wie immer: 10 Sachen, die du in Bielefeld gemacht haben musst. Nummer 2, spazieren gehen. Aber wer weiß, wenn die diesen Schuss sehen, vielleicht kann ich sie überzeugen. Okay, Jayco. Also guck mal, das Ding ist, Jayco, das ist deine letzte Chance. Ja, okay, Bruder, er hat das aber auch so einfach gemacht. Stimmt, Arnautovic hat er vorhin nicht getroffen, so. Krass, krass, krass. Also Bruder, ganz ehrlich, ich werde mich jetzt komplett fokussiert, konzentriert hier hinsetzen und werde konsequent mein Spiel durchspielen. Oder warum spielen wir denn noch eigentlich? Verlieren das nicht, Ronaldo! Manchmal muss man die Ruhe bewahren. Schmeckt die, schmeckt. Flame. Dankeschön. Der war nicht mal drin. Er war nicht mal drin, Bruder. Er war nicht mal drin. Kann es mir ruhig sein, dass du ihn nicht mitbeschießt? Alles gut. Weiß ich doch. Das Spiel nicht. Ich verliere es nicht. Nie im Leben. Dieses Spiel wird mein Spiel sein. Und er hat es gut hinbekommen. Ich stehe doch in der Ecke. Warum ich verteidige gerade so schlecht? Warum verteidige ich immer so schlecht? Ich habe nicht mal gegen anders mehr als 2 Tore kassiert. Geht ganz schnell, Jayco. Auf einmal kann ich schlupfen, oder was? Die sind einfach tot, die Spieler, nach ein paar Sekunden. Und außerdem kann man diese Bälle einfach ganz einfach spielen. Das kommt mir schlau. Klingt nach einem schlauen Mann, der das gemacht hat. Für mich hat er das getan. Besser gesagt, das war ein Spion. Ich habe einen Spion eingeschleust in eure Welt, damit ich es hier noch einfacher habe. Müsst ihr einfach ohne die Lupfertore ab jetzt.
Bruder, nein! Das ist. Nein! Das ist Quatsch! Das ist ein Quatschtor! Das ist wieder ein Spiel, wo ich gescampt werde! Warum mache ich das? Chat, warum mache ich das? Du dumm bist oder sowas? Weil der Rea eh da ist. Dann habe ich wieder meinen Salat. So, wenn er jetzt auch nicht reingeht, dann kündige ich. Das soll wirklich was bedeuten. Guckt. Guckt. Peresic, eine gute Ecke. Bist du uns aber noch schuldig. Eine gute Ecke bist du uns noch schuldig, Dzeko. Aber why? Okay, jetzt hat er selber rausgezogen. Und da lassen wir uns mit dem Lupfer nicht lumpen. Abseits. Kein Abseits, ich werde noch verlieren. Wir gehen rein, erster Pick. Kobel. Erster Pick ist Kobel. So, zweiter Pick. Tagliafico. Ja, jetzt noch ein 83er. Walkout. Ronaldo. Es kann halt nur Ter Stegen. Also wirklich, immer wenn Walkout ist, es ist wirklich halt immer Ter Stegen. Wenn ich eine Serie machen würde, ne? Ich glaube, meine Folgen würden an ehrenlosesten Stellen enden. Konnten Sie die Wahrheit von der Lüge unterscheiden? Wir gehen rein, let's go. Walkout, Neymar, Ederson. Es kann auch nie Alisson sein. Nächstes 125k-Pack. Und das ist mal wieder Thiago. Ganz ehrlich, ich habe dieses Jahr überhaupt kein Packlack. Ist euch das auch schon aufgefallen? Das war das Döner-Teller, ist weggesetzt. Solche Hunde, ne, ihr lacht mich noch aus, deswegen. Mein guter, schöner Döner-Teller. So, wir öffnen Pack. Let's go. Ein ganzer Döner-Teller, ne? Ein ganzer Döner-Teller war das. Der Typ hat einfach 15 Euro gekostet, ne? Ich gehe jetzt auf den Markt und guck mir jetzt an, wie viel der kostet. Den kann man vielleicht Lengthy machen, Elias, aber dein Ding kann man nicht Lengthy machen. Das ist das Problem. Ja gut, Freunde, also ich würde mal sagen, wir haben den Weekend League mal ganz spontan heute durchgezogen. Danke auf jeden Fall dafür, für den Support hier. Und ich würde mal sagen, wenn wir anders Wehrgang raiden. Nein, wenn wir nicht. Passt auf euch auf, Freunde.